Herzlich willkommen bei der heutigen Präsentation und ich freue mich, auch dir einen Weg zeigen zu können, der vielleicht auch dein Leben zum Positiven verändern kann. Gift of Legacy. Es geht dabei um eine Aktivität des Schenkens zur Erschaffung von Wohlstand. Es ist nur möglich, über eine persönliche Empfehlung diesem beizutreten. Diese Präsentation dient lediglich der Information und darf nicht als Finanzberatung verstanden werden. Weder die Präsenter noch die Mitglieder der GL-Gruppen sind registrierte Finanzberater. Die folgenden Informationen sollen nur Beispiele dafür geben, was ein Mitglied erwarten kann. Um was geht es? Gift of Legacy ist eine Schenkungsaktivität mit einem unglaublichen Algorithmus, der es ermöglicht, dass jeder auf den Boards des Wohlstands reisen kann. Heute wirst du lernen, wie du im Überfluss empfangen kannst. Du wirst alles über ein gut gehütetes Geheimnis erfahren, das bereits das Leben von Millionen von Menschen positiv verändert hat. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Für wen ist es? Glaubst du an das Prinzip von Säen und Ernten? Glaubst du, wenn du gibst, wirst du auch empfangen? Genießt du es, jemanden zu beschenken, den du nicht einmal kennst? Möchtest du die Kontrolle über dein Leben oder wieder über dein Leben übernehmen? Genießt du, andere zu unterstützen, im Leben Erfolg zu haben? Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortet hast, sind wir bereit, anzufangen. Was ist Gift of Legacy? Es handelt sich hierbei um eine globale Schenkungsaktivität. Es sind weltweit Millionen bereits beschenkt worden und es geht hierbei um Schenken von Mensch zu Mensch. Es ist inspiriert von einer heiligen Ökonomie. Es ist dezentralisiert und es handelt sich hierbei um einen immerwährenden Kreislauf. Die globale Schenkungsaktivität. Es geht dabei um eine immerwährende Ökonomie des Schenkens aus dem Herzen heraus. Es geht um den Aufbau einer Community und sich selbst, zusammen Wohlstand kreieren, die heilige Ökonomie. Finanzielle Schenkungen werden seit Jahrhunderten auf der ganzen Welt praktiziert und sind seit 2009 für über 700.000 Mitglieder auf der Vorgängerplattform von Gift of Legacy erfolgreich. In Afrika wird es Stockwell genannt, das ist die sogenannte Ubuntu-Kultur. Gemeinschaften helfen sich gegenseitig. Schenken ist 100% legal, seit Jahrzehnten allerdings jenseits von Mainstream-Systemen. Millionen wurden bereits beschenkt. Es geht hierbei um die Umverteilung des Reichtums in die Hände von vielen. Milliarden Dollar werden jährlich weltweit unter den Menschen verteilt, monatlich, wöchentlich, sogar täglich. Es geht dabei um Hoffnung schenken und Menschen weltweit in Fülle segnen. Dezentralisiert. Kein Unternehmen, keine Institution oder Makler oder Händler steckt dahinter. Es geht hierbei um eine interaktive Webseite, die die Bewegung von Boards in der Schenkungsgemeinschaft verwaltet. Alles, was du brauchst, ist eine Internetverbindung und ein Computer oder Smartphone. Von Mensch zu Mensch, von Person zu Person, Peer to Peer, und zwar Geschenke werden direkt an dich persönlich auf dein Konto ausgezahlt. Es gibt keine dritte Partei, die Geld kontrolliert. Es gibt keine Token auf einer Plattform. Es ist 100% risikofrei. Immerwährend. Immerwährend bedeutet hier fortlaufend, nonstop, passiv. Es ist ein immerwährendes Schenken und Empfangen, immer und immer wieder für kommende Generationen. Gift of Legacy ist mehr als eine Aktivität des Schenkens. Keiner wird zurückgelassen. Wir helfen uns gegenseitig zu wachsen und Erfolg zu haben, während wir uns gegenseitig unterstützen und aufmuntern. Schenke aus dem Herzen, teile die Liebe, leite dein Team, werde zur Legende und baue dein Vermächtnis auf. Wir sind eine Gemeinschaft mit demselben Ziel, wir wollen Leben verändern.
Wie fangen wir an? Du trittst Gift of Legacy bei, indem du $100 schenkst in ein System, das sich selbst weiterbewegt. Dies ist der einzige Zeitpunkt, an dem du jemals Geld aus deiner eigenen Tasche nehmen wirst. Schenken ist ein reines Peer-to-Peer-Verfahren, also ein Verfahren von Person zu Person. 100% aller Geschenke werden direkt an dich ausgezahlt. Da wir international unterwegs sind, verwende PayPal, Visa, Banküberweisung, Kryptos oder sonst ein System. Es gibt niemals einen Mittelsmann oder eine dritte Partei. Wie funktioniert die Reise auf den Boards der Fülle? Konzentriere dich auf den orangefarbenen Kreis auf den nächsten Folien. Er repräsentiert dich auf deiner Reise. Beginne mit $100 und das ist das einzige Mal, dass du Geld aus der eigenen Tasche nehmen wirst. Teile Gift of Legacy mit 2 oder mehr Gleichgesinnten, die ihrerseits dasselbe tun werden. Es gibt 4 Boards. Das $100 Board, das $400 Board, das 1600 und $5000 Board. Du wirst auf jedem der 4 Boards vom Gifter, vom Schenkenden, zum Bilder, zum Bauenden, zum Guide, zum Leitenden, zum Legenden reisen. Auf deiner Reise durch die Boards erhältst du Geschenke im Gesamtwert von $42.700. Auf deiner immerwährenden Reise werden sich deine Geschenke auf insgesamt $49.700 belaufen und das wiederholt sich immer wieder. Mach dich bereit für die Reise deines Lebens. Wie schon erwähnt, wirst du durch 4 Boards reisen. Das erste Board ist das Bronzeboard. Hier links sehen wir den Eingang. Du schenkst deine $100 und verlässt das Board mit $800. Schauen wir uns das Ganze im Detail an. Du trittst bei und machst dein Geschenk an den Lächelnd. Mit dir machen dies auch 3 andere, die auch ihr Geschenk machen und du steigst auf in die Position des Bilder. Du lädst nunmehr deine beiden persönlichen Menschen ein, die ebenfalls ihr Geschenk leisten und mit ihnen werden noch 2 weitere folgen, die auch an den Legend schenken. Du steigst auf in die Position des Guide. Es folgen nunmehr 4 weitere Menschen, die ihre Spende machen an den Legend und du steigst nunmehr in die Position des Legend ein und dir werden nunmehr 8 Schenker ihre Geschenke senden, sodass du insgesamt 8 mal $100, sprich $800 zusammen bekommen hast. Du hast jetzt dein erstes Board vollendet, das Bronzeboard. Hast insgesamt $800 an Geschenken erhalten und jetzt bietet man dir an, dieses Silberboard zu betreten, dieses zweite Board. Dafür brauchen wir $400 und weiterhin wirst du weitergeleitet auf das sogenannte Perpetual Board, wo du dieses Bronzeboard jetzt dort nochmal durchlaufen wirst. Also $400 für das Silberboard und $100 einmalig für dieses Perpetual Bronzeboard. Das wird bedeuten, von den $800 verbleiben dir insgesamt $300 in deiner Tasche. Was tut sich jetzt auf diesem Perpetual Board? Du hast dein Bronzepaket hier platziert mit $100 Geschenk, verlässt dieses Board nochmal mit $800. Du brauchst hier bei diesem Perpetual Board keine neue Person mehr einzuladen. Das heißt, das wird gespeist aus einer großen, großen Gemeinschaft. So, du entnimmst diesen $800, $100 für ein weiteres Mal, machst dein Geschenk, verlässt dieses Board mit $800, entnimmst hier nochmal $100, gehst in ein weiteres Board rein, machst nochmal $800 und so weiter und so weiter und so weiter. Betrachte das Ganze wie so ein großes Riesenrad.
Du hast dir ein Ticket genommen für 100 Dollar, machst eine Runde, verlässt dieses Riesenrad mit 800 Dollar, machst nochmal ein neues Ticket von 100 Dollar, machst eine Runde, verlässt dieses Riesenrad nochmal mit 800 Dollar und so weiter und so weiter. Damit warst du erstmal komplett durch dieses erste Board und durch dieses Perpetual Board. Und jetzt wirst du quasi das zweite Board durchlaufen, dieses sogenannte Silberboard. Hier steigst du ein mit einer Schenkung von 400 Dollar und verlässt das Board mit 3200. Die Schritte sind die gleichen wie eben schon genannt. Du brauchst hier auch niemanden mehr zu diesem Board einzuladen. Du hast jetzt dein erstes Silberboard vollendet, hast Geschenke insgesamt erhalten von 3200 Dollar. Jetzt hast du die Möglichkeit, dieses Goldboard zu betreten. Dafür brauchen wir 1600 Dollar und wir würden benötigen 400 Dollar für das Perpetual Silberboard. Wenn wir die von den 3200 abziehen, verbleiben dir 1200 Dollar. Auf diesem Perpetual Board läuft es dann wieder, wie eben schon erwähnt, ebenfalls ab. Und zwar hast du hier deine 400 Dollar Geschenk reingebracht in diesem Silberboard, verlässt dieses Board mit 3200 Dollar, verbleiben dir 2800 Dollar. Du entnimmst wiederum diesem ersten Board jetzt diese 400 Dollar, schenkst wieder und verlässt dieses zweite Board mit 3200 Dollar. Und beim dritten Mal und beim vierten Mal und beim fünften Mal und so weiter bis zur Unendlichkeit machst du es ganz genauso. Nunmehr durchlaufen wir dieses Goldboard, dieses dritte Board. Wir haben hier im Eingangsbereich 1600 Dollar. Verlassen tust du dieses Board mit 12.800 Dollar. Du hast dein erstes Goldboard vollendet und Geschenke erhalten von insgesamt 12.800 Dollar. Behalte nunmehr 5.000 Dollar ein für das nächste Board, für das Platin-Board. Und um das Perpetual-Board zu betreten, brauchst du ebenfalls 1.600 Dollar. Verbleiben dir insgesamt 6.200 Dollar. So, die Reise auf dem Perpetual-Board sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier die 1600 Dollar geschenkt und wir verlassen dieses erste Board mit 12.800 Dollar. Diesen 12.800 Dollar entnehmen wir nochmal 1.600 Dollar als Geschenk, durchlaufen das Ganze und erhalten insgesamt 12.800 Dollar. Beim weiteren entnehmen wir wieder den 12.800, die 1600 Dollar und verlassen dieses Board mit 12.800 und so weiter und so weiter und so weiter. Alles wie eben schon kennengelernt, das kannst du durchziehen bis zur Unendlichkeit. Kommen wir nunmehr zum vierten Board, zum Platinboard. Hier bist du im Eingangsbereich von 5.000 Dollar und im Ausgangsbereich von 40.000 Dollar. Das bedeutet, 8 Menschen schenken dir 5.000 Dollar und damit kommst du auf Geschenke auf insgesamt 40.000 Dollar. Du hast damit dein erstes Platinboard vollendet und Geschenke empfangen von insgesamt 40.000 Dollar und damit hast du auch deine erste Runde abgeschlossen. Geschenke bleiben in deiner Tasche über insgesamt 35.000 Dollar. Wenn du jetzt noch dieses Perpetual Board betreten wirst, benötigen wir hiervon 5.000 Dollar. Der letzte Durchgang auf dem Perpetual Board sieht dann folgendermaßen aus. Hier dein Geschenk von 5.000 Dollar. Du hast dieses Board durchlaufen und wirst es verlassen mit 40.000 Dollar. Von den 40.000 Dollar entnimmst du einfach nochmal 5.000 Dollar, bringst ein weiteres Geschenk auf ein weiteres Board, durchläufst das Ganze und verlässt dieses Board
mit 40.000 Dollar. Diesen 40.000 Dollar entnimmst du wieder diese 5.000 Dollar, machst ein Geschenk in ein weiteres Board und verlässt dieses Board auch nochmal mit 40.000 Dollar. Und das geht immer so weiter und so weiter und so weiter. Wie gesagt, die Schritte kennen wir von eben und die wiederholen sich immer wieder. So, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir hatten gesagt, wir werden durch 4 Boards reisen. Das erste Board ist das Bronze-Board. Da sind wir eingestiegen mit 100 Dollar und der Ausgang war 800 Dollar. Im zweiten Board, dem Silber-Board, sind wir rein mit 400 Dollar, im Ausgang mit 3.200 Dollar. Im dritten Board, das ist das Gold-Board, sind wir rein mit 1.600 Dollar und mit 12.800 Dollar raus. Und im vierten Board, dem Platin-Board, mit 5.000 Dollar rein und mit 40.000 Dollar raus. Passen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben in der ersten Runde durch die Boards Geschenke erhalten im Wert von insgesamt 42.700 Dollar. Bei den Perpetual Boards, nur bei einem Durchgang, erhalten wir 49.700 Dollar an Geschenken, aber dieses Perpetual bedeutet ja Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Spielregeln. Die erste Runde. Um vom Bronzeboard auf die anderen Boards aufzusteigen, musst du 2 Personen erfolgreich einladen, sich dir anzuschließen. Wenn du das nicht kannst, kannst du gerne 2 Personen einladen, indem du ihnen anbietest, ihre Positionen zu aktivieren, ohne von ihnen ein Geschenk zu erhalten. Wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, kannst du nicht in das Silberboard aufsteigen. Du hast auch keinen Zugang zu dem Bronze bei Bachelorboard. Perpetual. Um dein Perpetual Board zu aktivieren, musst du alle Regeln befolgen, die für die erste Runde gelten. Wenn du zum Legenden des Boards wirst, 2 Menschen erfolgreich eingeladen hast und 8 Schenkende bestätigt wurden, kannst du auf deinem Perpetual Board zugreifen. Hier kannst du erneut Schenker werden, und zwar auf einem Board mit demselben Wert wie das, das du gerade beendet hast. Und du wirst erneut zum Legend des Boards. Dieser Zyklus lässt sich beliebig oft wiederholen. Nochmal zur Erinnerung, du brauchst keine 2 weiteren Leute zu finden und das einzige Geld, das du je aus deiner Tasche genommen hast, sind 100 Dollar. Warum Gift of Legacy? Was macht Gift of Legacy einzigartig? Es ist benutzerfreundlich. Das Backoffice ist informativ und nutzerfreundlich und alles, was du für deinen Erfolg brauchst, steht dir zur Verfügung. Es ist ausfallsicher. Gift of Legacy verfügt über verschiedene Methoden in unserem Algorithmus, der die Boards in Bewegung hält. Niemand wird zurückgelassen. Es ist ein innovativer Algorithmus. Dieser bahnbrechende Algorithmus kümmert sich um die neuen Mitglieder und belohnt gleichzeitig die bestehenden Mitglieder. Querverbindungen. Alle Perpetual Boards werden in einem globalen Pool mit der gesamten GL-Gemeinschaft aktiviert. Einfache Regeln. Alle Mitglieder müssen sich an die Regeln halten, um weitermachen zu können. Dies gewährleistet eine höhere Belohnungsrate für alle. Cloning-System. Keine Mehrfachkonten mehr. Dupliziere bis zu 4 Positionen, sodass du insgesamt 5 Positionen auf jeder Ebene hast, die gleichzeitig zirkulieren. Ausführliche Erklärungen gibt es in den Samstagsschulungen. Fast-Track. GL hat mehrere Strategien, die dir helfen, schneller voranzukommen, wenn du es wünschst. Ebenfalls ausführliche Erklärungen in den Samstagsschulungen. Unterstützungsboots steht dem Backoffice zur Verfügung, um jederzeit alle Fragen zum GL zu beantworten und gegebenenfalls um Fehlverhalten zu melden. Wichtig: Es ist wichtig zu verstehen, dass es keine Garantien gibt. Gift of Legacy ist ein Spiel. Der Erfolg oder Misserfolg eines jeden Mitglieds wird von seiner Bereitschaft abhängen, anderen zu helfen und die ethischen Grundsätze von Gift of Legacy zu befolgen. Es liegt in der Verantwortung der einzelnen Mitglieder, die Einhaltung der Steuergesetze in ihrem Land zu beachten. Gift of Legacy ist eine dezentralisierte Plattform ohne Zugehörigkeit, Eigentum oder Partnerschaft zu einer dritten Partei. Wenn Sie Gift of Legacy über eine dritte Partei oder Teil
eines Pakets beitreten, tun Sie dies auf eigene Gefahr. Gift of Legacy ist 100% Peer-to-Peer, wie gesagt, Mensch zu Mensch, und es werden keine Gelder an die Plattform gezahlt. Alle Gelder werden immer an die Mitglieder von Gift of Legacy ausgezahlt und nur dann ausgezahlt, wenn sie auf einem Mitgliederboard landen. Danke. Danke, dass du dich uns anschließt. Wenn du mehr wissen möchtest, wende dich bitte an die Person, die dich eingeladen hat, damit du starten kannst. Bitte nimm unbedingt an unseren Telegram-Gruppen und unseren Schulungen teil. So bist du gut informiert und bleibst auf dem Laufenden. Zeitplan. Tägliche Live-Zooms auf Englisch, Montag bis Freitag, 19 Uhr, mitteleuropäischer Zeit. Samstagmorgen vertiefendes Training auf Englisch, 9 Uhr, mitteleuropäischer Zeit. Live-Zooms auf Deutsch, montags um 20 Uhr, Mittwoch im Wechsel 17 und 20 Uhr. Tägliche Präsentationen, Näheres im Telegram-Chat, Montag bis Freitag.